Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bowser is Back. SS2, irgendwie sowas oder so ähnlich. Vielleicht stand das für Season 2 oder so. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Save-Set gemacht, weil ich befürchte, dass ich die anderen Level noch auch nochmal machen muss, wenn ich die verkacke. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich ein. Ja, ich meine, gut, ja, stimmt. Ich könnte natürlich einfach hier hochgehen. Ja, das ist es nämlich. Aber es ist. Es ist sehr, sehr beschissen. Noch ein Grund mehr, Save States zu setzen. Also wir hatten beim letzten Mal irgendwie das Phänomen, dass die... Nee, das... Moment. Ja, meine Fresse. Ich wollte gucken, ob sich die Steine auch resetten. Sie haben sich tatsächlich resettet. Das war ja das, was mich vorhin so verwirrt hat. Nee, Moment, hier ist es gar nicht. Das ist mir ja vollkommen neu, dass das Ganze, sich ganze Blöcke wieder zusammensetzen können. Was ist das hier? Ist das die Matrix? Ist das Lego City? Alter, was passiert denn hier gerade? Habe ich irgendwie ein Input-Lag oder so? Oder Mario ist vielleicht doch schon etwas müde, ja? Ist ja mittlerweile kurz nach 21 Uhr. Vielleicht hat ja Klempner heute nicht gut geklempnert oder ja, vielleicht hat er auch zu viel geklempnert, ich weiß nicht. Aber das ist äußerst komisch, Leute. Ich meine, ich sehe, dass die Lampe von meinem Controller die ganze Zeit leuchtet. Also, ich weiß nicht, vielleicht hängt er auch gerade wieder zwischen normalen und Akkumodus. Aber nein, das kann es doch nicht sein. Das kann's doch. Da, ja, aber mal wirklich, Leute, das ist ganz komisch hier. Ich glaube, der Hack ist verflucht. Gottverdammt, ey. Da. Aber ja, dadurch, dass wir ja jetzt wissen, was Phase ist, würde ich sagen, wir schaffen das doch ohne Safe-Sets oder so viel. Ist das ja jetzt nicht. Vor allem, der Witz ist ja. Nee, Moment. Ja, klar, jetzt habe ich ja den Schlüssel vergessen. Der Witz ist ja, es hat ja beim ersten Mal so gut funktioniert. Ja, deswegen verstehe ich das jetzt gar nicht. So, hier müssen wir nämlich hoch. Und egal wie viel ich spamme, es ist genau ab dem Punkt hier, wird es aus unbekannten Gründen richtig schwer hochkommen zu können. Aber egal, wir haben es geschafft. Ja, genau deswegen setzen sie sich zusammen. Oh nein, ich dachte, er schießt nach links. Die schießen auch, wie sie Lust haben, ne? Und da wollte ich jetzt gar nicht drauf landen, egal. So, die Frage ist, war das jetzt schon... Na, guck mal. Oh, mein Lieblingsgegner. Das ist doch Beschiss, Leute. Das ist doch Beschiss. Und es gab ja keinen, ja. Aber komm, das schaffe ich jetzt. Ohne weiteres Cheaten. Ja, dann ist es ja okay. Das ist von der Länge völlig legitim. Rätseltastisch wurde ich jetzt auch nicht zu sehr beansprucht. Also, man muss ja fairerweise sagen, dass ich habe schon genug Ja. Ich habe ja eigentlich schon ziemlich viel gecheatet. Theoretisch wäre ich jetzt schon Game Over. Aber das ist auch wirklich... Ich verstehe es nicht, was da genau passiert. Ja, komm, geh weg. Ja, wir warten. Okay, er ist aus dem Bild. Nein, er ist noch nicht aus dem Bild. Okay, gut, ja, jetzt, alles klar. Habe ich jetzt deinen Seeren? Ja, geil. Ui. Da hat's den Block weggefetzt. Moment, nee. Das war schon hier, ne? Da kommt kein weiterer Sandsturm mehr. Sturm. Sand. Ja, wie sagt man? Sandwasserfall? Sandfall. Keine Ahnung. Obwohl, jetzt komme ich gar nicht mehr da hoch? Oder wie, oder was? Okay. Ja, der fucking Eierwerfer, ne? Da gab's ja auch... Aber man sieht ja, das sind auch irgendwie Fake-Blöcke. Die hingen ja ganz anders. Ja, da gab's mal so mehrere Videos, die irgendwie thematisiert haben, dass das eigentlich ein Kerl ist, aber der hat halt irgendwie eine Schleife und die Farbe und deswegen denkt man irgendwie, dass das ein Junge ist. Ja, aber ich glaube, die Animation ist neu, oder? Dass er die Nase so hoch macht. Ja. Ja, ist okay. Holy shit! Wenn das jetzt fucking Jumpscare-Musik wäre, ich wäre aus meinem Sessel? Aus meinem Schreibtischstuhl gesprungen. Alter, war das laut. Holy shit. Das kann ja dann wirklich nur an den Hack-Erstellern legen.
Ich habe ja, hab das schon. Oh, okay, einfach dasselbe nochmal. Ich habe es nämlich schon mehrfach kritisiert, dass manche Lieder so fucking laut sind im Gegensatz zu anderen. Und das bestätigt es ja nochmal. Ich habe deutlich angenehmere Endsounds gehört. Jetzt bin ich immer noch in der Wüste. Aber wie gesagt, immerhin. Fucking. Ja, Super Mario Bros. 2 Gegner. Sehr, sehr feiny. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt. Ob wir vielleicht ein paar. Versuchen wir es hier. Naja. Wüsste nicht, was ich davon haben soll. Das ist ja so schon anstrengend genug. Also. Nehme ich an, ich verzichte mal. Aber den Mond. Den Mond hätte ich gerne. Ach so. So eine Scheiße ist das. Ja, ich erkenne langsam Muster, Leute. Obwohl es erst 3-4 Level her ist. Er steht auf unsichtbare Brückenblöcke. Richtig Absturz, ey. Ja, wenn wir die Brücke nicht gebaut hätten, wären wir auch abgestürzt. Moment, nein, Quatsch, wir sind ja in gewisser Weise schon abgestürzt. Ich grab mich hier durch und das sind ein paar Gegner und die gehen mir echt auf den Sack und ich komm nicht an den Mond ran, aber dafür habe ich den schönen Mittelpunkt. Mal gucken, wie lang die zweite Hälfte ist. Oh, ich vergaß, das ist ja eigentlich nur ein Checkpoint. Und kein Alter. Jetzt ist aber wirklich langsam gut hier, oder? Es ist sehr, sehr repetitiv. Sand, Sand, Sand. Dieselbe Musik, wo man hinschaut. Jesus Mario, lass dir Zeit. Das ist aber, das finde ich auch gut. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich finde es so gut, dass hier so viel Super Mario Bros. 2... Ups, habe ich nicht gesehen. Nicht rechtzeitig, Shit drin ist. Super Mario Bros. 2 hatte so viel einzigartige Ideen, die nie wieder vorgekommen sind. Immerhin hat er die Leidenschaft für diesen Teil. Da kann ich definitiv mehr mit ihm dadurch sympathisieren. Ja, gut, das ist einfach Auschwitz. Das ist ja... Wie soll ich das sehen? Und vor allem, ich verstehe gar nicht, wie sowas sein kann. Weil... Ja, stimmt, immerhin hatte ich den. Ich mache hier sicherheitshalber mal einen Checkpoint, einen Safe State, nicht, dass ich aus Versehen lade und dann müssen wir noch mehr spielen, als wir eigentlich spielen müssen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ihr habt es ja in den anderen Leveln gesehen, dass gut, wenn du halt so einen Typen im Bild hast, dann schießt der. Und wenn die Kugel aus dem Bild ist, dann... Also, es muss ja... Eigentlich müsste der doch im Bild gewesen sein. Der Typ, der geschossen hat. Aber ich habe nur das Geschoss gesehen. Ganz, ganz komisch. Ba, 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 ba. Oder ich bin blind, ich weiß nicht. Ja. So. Jetzt haben wir den Kollege. Nee. Ich sehe hier keinen. Ich bin doch jetzt schon... weiter. Da dachte ich schaff das, aber... Da habe ich wohl einen Ticken zu spät losgelassen. Wow, da! Der war nicht im Bild! Er ist nicht im Bild, Alter. Er ist halt stationär. Ja, guck. Hier, für den Fall, dass ich mich geirrt habe. Da sehen wir es nochmal. Ja, dann muss ich jetzt natürlich sehr, sehr vorsichtig machen. Hat er ein Festge... Oh nein, nein. Wärst du doch nur einen Millimeter weiter nach unten gegangen, du Missgeburt, Alter. Na gut, Leute. Da war ja mal wieder der Versuch, das Level noch gerade so in die Folge zu boxen. Hat leider nicht funktioniert, aber ich denke, wir werden es wohl dann beim nächsten Mal schaffen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.